Der Landkreis hat am vergangenen Freitag die Sportler des Jahres 2014 geehrt. Grundlage dafür ist die Sportförderrichtlinie. Und die stellt recht hohe Anforderungen, um eine der Medaillen erhalten zu können. In diesem Jahr konnten allein 64 Einzelsportler geehrt werden, die im vergangenen Jahr bei Wettkämpfen vordere Plätze belegt haben. Landrat Christoph Scheurer konnte die Ehrung diesmal nicht selbst vornehmen, da er beim Deutschen Landkreistag als Vertreter des Sächsischen Landkreistages einen wichtigen Termin wahrnehmen musste. Vertreten wurde er bei der Veranstaltung in der Sachsenlandhalle von der ersten Beigeordneten Angelika Hölzel. Sie zeigte sich sehr stolz auf die Leistung der Sportler. Natürlich. Ich habe mir im Vorfeld der heutigen Veranstaltung mal die Zahl seit 2010 rausgesucht und wir haben immerhin 639 Sportler geehrt. Das heißt, 639 Sportler haben zu Olympia, zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, aber auch deutschen Meisterschaften Gold, Silber oder Bronze errungen. Und das ist natürlich für den Landkreis etwas, wo er auch nach außen getragen wird. Die Verleihung der Sportmedaillen war eine reine Ehrung und nicht mit Geld verbunden. Die finanzielle Förderung des Sports ist aber ebenfalls ein Teil der Sportförderrichtlinie des Landkreises und wird in einem anderen Rahmen getätigt. Auf der Basis der Sportförderrichtlinie hat sich der Kreistag dieses Jahr entschieden, ein Budget von 153.000 Euro für diese Arbeit bereitzustellen. Und was ich immer gerne dazu sage, der Landkreis gibt natürlich unwahrscheinlich viel Geld. Die Zahl habe ich jetzt nicht parat für seine Sportstätten aus, wo natürlich die Vereine und Verbände in der Zeit, wo kein Schulsport stattfindet, diese Sportstätten auch für ein geringes Entgelt, aber lange nicht die Kosten nutzen darf. Zur Sportlerehrung am Freitag wurden Wettkampfteilnehmer aus den unterschiedlichsten Sportarten ausgezeichnet. Allesamt Asse in ihrem Fach. Einige schon fast mit einem Abonnement auf Podestplätze. Das gilt auch für einige Vereine. Also ich glaube, wir sind sehr breit aufgestellt, Gott sei Dank. Wir haben natürlich Leuchttürme in unserer Gegend. Da gibt es den ESV Lok Zwickau, der fällt mir hier immer auf. Die Ringer in Werdau sind auch sehr aktiv. Und es gibt auch hier im Bereich Glarau Handballer, die wir das eine oder andere mal sehen. Aber es gibt auch mittlerweile ganz verrückte Sportarten und neue Sportarten, die sich meiner Generation nicht so erschließen, aber die durchaus mittlerweile auch auf diesen Markt drängen und zeigen, dass man dort Erfolge erzielen kann. Ausgezeichnet wurden auch ehrenamtliche Sportfunktionäre. Der Landkreis dankte drei von ihnen für ihre jahrzehntelange Arbeit. Ja, es gibt noch eine Ehrenplakette, weil der Sport funktioniert natürlich nur mit Ehrenamtlichen, mit Trainern, mit Vereinen, mit Präsidien und Präsidenten. Und wir haben mittlerweile Menschen, die das über viele, viele Jahre machen. Und wir ehren immer drei im Jahr, die über 20 Jahre dort aktiv sind. Ich kann Ihnen sagen, wir haben heute einen zu Ehrenden dabei, der macht das schon 64 Jahre. Und unsere Auffassung und die des Kreistags war, dass das schon aller Ehren gebührt und der Öffentlichkeit auch mal präsentiert werden darf. 64 Jahre, so lange ist Karl Remitz schon ehrenamtlich aktiv. Das Fußball-Urgestein vom ESV Lok Zwickau ist seit 1951 unermüdlich für den Sport im Einsatz. Ein Jahr länger, seit 65 Jahren, ist Gerd Czaja dabei, ebenfalls beim ESV Lok Zwickau. Die dritte Sportplakette bekam dieses Jahr Jörg Wüstner vom Schwimmverein Zwickau 04.